Moin moin zu einer weiteren Folge auf der Hinterkaifeck. In der heutigen Folge sind wir dabei, Mist zu fahren. Wir müssen aber erst unseren Mist noch aufladen. Das machen wir mit unseren 955 XL. Und wir haben uns wieder den Miststreuer Farmtech ausgeliehen. Meinen eigenen haben wir noch nicht. Milch haben wir auch verkauft. Bisschen Silagebein auch. Ich habe den Mistwagen ein bisschen nahegestellt, habe ich das Gefühl. Aber für das erste Mal beladen ist das okay. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt Mist auf unseren gemähten Wiesen fahren und dann geht es auch bald in die Getreideernte hier auf Hinterkaifeck. Unsere neuen Tiere müssen auch dann noch kommen. Ja, wir müssen natürlich Kredit aufnehmen. So wird es wahrscheinlich enden. Und ja. Unsere Kühe haben schon ganz gut wieder produziert. Aber wie gesagt, vier Schaufeln, dann müsste der Mistwagen eigentlich fast voll sein. Und dann nehmen wir unseren Fendt 614er, nehmen von unserem Onkel, den wir übernommen haben. Angefangen haben wir ja mit unserem 955 und den John Deere. Ja, und wie gesagt, hier lag schon wieder so viel Mist, deswegen habe ich mir gedacht, ja, streue mal eine Wiese voll Mist. So, machen wir die erste Wiese voll. Mist tauchen wir auch bald wieder leer. Das ist schon ganz gut, das ist aber nicht so schlimm, weil, wie ihr wisst, haben wir ja hier oben noch da hinten noch übrige, ja, Mist von letzten Mal noch, den wir hier rausgeholt haben. Ja, ich habe erst überlegt, wir machen erst den Frischmist. Unseren Tieren geht soweit gut. Hier kann man sehen, hier steht noch ein Heuball mit der Gabel, dass man relativ schnell füttern kann, mal sporadisch, ne. Güllefahren steht auch auf jeden Fall auch immer mal an, aber da ist noch ein bisschen zu wenig drin. Und ja, jetzt fahren wir Mist. Und ja, ich würde sagen, wir machen den 614 an. Und fahren dann mal los mit unseren 10 Tonnen. So, Ausbringmenge. 12 Hektar, jo. 12 Quadrat, also Kubikmeter pro Projekt, also jetzt habe ich's. So, wie gesagt, wir fahren jetzt hoch. Wir werden mit der kleinen Wiese anfangen. Sind jetzt in die große Gruppe gegangen. So, ja, das Dreieck haben wir. Oh, große Nachfrage bei Bäckerei. Aber wahrscheinlich für was wir nicht haben. Ja, wie gesagt, unser neuer 55 läuft ja auch nur 30 km/h. Also wir haben zwei 30 km/h Schlepper und dafür den John Deere als 50 km/h Schlepper. Also der John Deere ist unser größter Trecker und unser schnellster Trecker auch. So ist das halt, ne? Ist auch relativ einer von den neueren. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt werden wir hier haben wir die Heuballen gepresst, die habe ich mittlerweile zu einem neuen Stall hingebracht, ne, wo unsere neuen Tiere dann
einziehen werden. Die müssen wir auf jeden Fall dann hier noch mit dem Viehhändler quatschen, dass er uns hier vorbeibringt, also Lieferung macht. Weil so viel Zeit werden wir wahrscheinlich nicht haben, die selbst zu holen in der Erntezeit. So, jetzt fangen wir hier an, auf der Wiese Mist zu streuen. Und dann läuft das Ganze, ne? So. Rein. Und dann lassen wir hier mal den Mist laufen. Ja, das ist der Plan so, ne? Ungefähr. Jetzt hier Mist aufbringen, aber so neue Wiesen. Dann geht es auch bald in die Getreideernte rein. Der Mais kommt dann auch irgendwann hier noch auf der Karte. Ja, Arbeit haben wir hier genug. Ja, noch Meise. Ja, wir fahren hier so mit 11 km/h rum. Das ist glaube ich ganz okay. Weil Mist bringt man auf der Wiese relativ dünn meistens aus. Ja, ist in Alice ein bisschen schwierig zu simulieren, aber wir versuchen es einfach mal so gut wie es geht. Und ja, wir fahren jetzt Mist, ganz gemütlich hier. Ersten 10,5 Kubik, ne? Auf die Heuwiese und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, die Ausfahrt werde ich hier ein bisschen freilassen, dass wir nicht immer durch den Mist fahren müssen. Weil das ist nicht so schön. So. Und aus. So, wenn wir hier. Hier ist die Spur wieder vom Mist. Und wenn wir hier, zack, die nächste Spur anfangen. Und dann läuft das Ganze schon. Ja, wenn wir den. Achso, Miststreuer ist an, gut. Ich dachte gerade, mich steuert es nicht an. Ja, wie geht's euch so? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mir geht's gut. Ich weiß nicht, wann der nächste Livestream anliegt oder ansteht. Ist ein bisschen schwierig momentan. Also. Ich wollte mich nochmal sehr bedanken dafür, dass ihr alle so zahlreich bei 12 Stunden Livestream da mit dabei wart. Und ja, ich weiß, ein bisschen spät, hätte eigentlich in den anderen Folgen schon kommen können. Ja, ist momentan ein bisschen viel los. Aber ihr wisst ja, dass ich immer viel unterwegs bin und echt auch. Und ja. Wie gesagt, jetzt fahren wir hier Mist aus und noch so ein paar Mitte Sommer arbeiten machen, ein bisschen Mist ausbringen und ja, dann wird auch bald schon der erste Herbsttag, wo wir dann Mais häckseln müssen auch noch. Mais häckseln kommt dann auch noch zu und ja, kommt dann auch einiges ein bisschen, ne? Ja, habt ihr denn eine Vermutung, was die zweiten Tiere sein könnten? Das würde mich ja mal interessieren, was ihr euch vorstellen könntet als zweite Tiere.
auf Hinterkaifeck. Also wir haben ja unsere Milchkühe, oder ja genau, unsere Milchkühe. Und was würde man denn so noch zeitmäßig nebenbei herschaffen? Vielleicht Schweine? Pferde? Oder Schafe? Man weiß es nicht. Ich werde mal oben rechts eine Abstimmung reinmachen und mal gucken, was ihr so vermutet, was für Tiere es wären. So, na, kommen wir gut mit aus mit dem Mist. Hoffe, die andere Wiese schaffen wir auch noch komplett zu düngen mit unserem Mist. Das wäre ein Träumchen. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wenn wir die kleine Wiese hier schon mal fertig haben, das ist schon mal viel wert. Ja, haben wir hier die Wiese gleich fertig. Ja, sogar mit einem Mischstreuer fertig geworden. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist sogar eigentlich sehr gut. Das heißt, wir haben bestimmt noch mal ein, zwei zwei Mistwagen auf dem Hof liegen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hinkommen mit dem Mist. Das wäre echt ein schönes Träumchen. Aber müssen wir mal abwarten. Ja, ein bisschen über Mist fahren müssen wir dann doch, ne? Aber ja, so ist das. Ja, hier noch die kleine Ecke zu. Oben noch ein kleiner Fitze, glaube ich, gewesen. Und zack. Irgendwo hier vorne habe ich ein bisschen was stehen lassen. Da bin ich ganz getroffen mit dem Mist war. Ja, hier, genau hier. Da haben wir es doch. So. Streuen wir die Ecke hier auch noch ab. So, jetzt werden wir noch eine schöne gemütliche Spur zum Ausfahrt ziehen und dann haben wir die erste Fläche schon fertig. Gestreut. So, jetzt zack, Richtung Ausfahrt und ja, perfekt aufhören. Stauschieber zu, Anker ist runter, Gruppe höher, nicht im vierten Gang, fahren wir den ersten an und dann fahren wir kurz rückwärts ein bisschen und dann wieder Richtung Hof und mal den nächsten Mistwagen voll. Vollgas. Jo, so ist der ganze Kram, ne? Na hier, um die Wiese geht es noch. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen mit unserem Mist. Aber zur Not haben wir auch ein bisschen Gülle. 6 Kubik oder so haben wir in unserer Güllegrube. Hier steht noch die HD-Beinpresse
von dem Pferdehof. Einfach das, ne? Hier 30er Zone hier. Kann man mit unseren Trecker mit Vollgas trotzdem noch durchfahren. Kann es keiner für anmeckern. So, vom Auto. Da kommt noch ein Auto. Da kommt ein LKW. Aber jetzt müsste frei sein, oder? Mal wir fahren. Jo, Abfahrt, rüber. Ja, Güllefass werden wir wahrscheinlich auch von den ausleihen, ja, wo wir jetzt im Miststreuer haben, von den Hof hier vor Ort. So, dann gehen wir wieder in so 955er. Verlangen die noch ein bisschen Mist, ne? Ja, der Misthaufen ist gleich wieder leer, das ist gut. Das ist ein Träumchen. Weil dann müssen wir nämlich noch umfahren zu den anderen Misthaufen. Und dass wir den Auto näher kriegen, noch den Rest von letzten Mal. So. Das war's mit dem Mist. Ne, hier ist ja noch Mist. Warte mal. Oh, jetzt müsste Mist leer sein. Oder? Ja. So, jetzt werden wir hier mal eben zu den anderen Misthaufen rüberfahren. Wir haben den nämlich hier oben auf dem Hof abgekippt. Weil es heuer noch auf dem Feld lag und deswegen haben wir den Mist auch nicht dabei gegeben. So, ich fuhr jetzt eben den 6-4-Zahn hier noch hin. Aber ich denke, dann wird das auch mit der Aufnahme gewesen sein. Hier unser Mist ist ja leer. Kühlen geht's gut. Ist die Hauptsache, ne? So, fahren wir mal los. In den 6-4-Zahn. Oh, guck mal, 4,1 Kubik war noch in dem Mist da oben drin. Schon eine gute. Ja, und bis, also 200 Kilo müssen wir noch drauf rechnen, weil so viel war noch in der Schaufel jetzt ungefähr vorne drin. Und ja, ist doch kein schlechtes Ergebnis. So, stellen wir den hier mal ein bisschen hin so. So, und drehen wir den ein bisschen so rein, den Miststreuer. So. Müsste das eigentlich passen. So. Ja, wie gesagt, jetzt verlade ich noch. Und dann werde ich mich noch weiter um Miststreuen kümmern. Da wird er leichtfüßig in der EEC. Ja, unser Jonier steht hier auch. Oh. Ein bisschen gekleckert, ne? Der ganze Hase. So, ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Hinterkaifeck-Folge wieder. Bis dahin, euer Paulus. Ciao.